Wunderschönen guten Tag, Abend oder wann auch immer das Video schaut und herzlich willkommen zurück zu Skyrim mit mir, dem Robin. Man sieht schon oben mal was anderes als sonst. Das ist ja ganz merkwürdig. Was ist denn da gerade gewesen? Ich bin auf anderen Plattformen, auch außer YouTube, habe ich ein bisschen so mal ein paar Videos von mir gepostet, um halt auch mal so ein bisschen Resonanz zu bekommen. Und hab dann auch sehr gute Kritiken bekommen. Sehr diskret. Warum stehst du eigentlich hier hinten rum, Lydia? Was ist denn hier los? Ich gebe euch Deckung. Ihr Mit geht vor, dir. ich folge. Das mit dir regeln wir auch noch. Ja, bleib mal da stehen, genau. Zum einen hieß es halt, es würden sich Mods gewünscht, was getan wurde. Ich habe allerlei, ich habe jetzt von Anfang schon mal so 7 Mods installiert. Ich hoffe mal, die funktionieren auch alle momentan. Beziehungsweise, ich überprüfe nochmal, ob die auch alle passen und so weiter. Also der Stunde anscheinend funktioniert ja schon. Die anderen werde ich jetzt nochmal so weiter überprüfen mit der Zeit. Was ich schon ziemlich geil finde, das habe ich vorhin schon gesehen. Die Bücher werden schon angezeigt, ob man sie schon gelesen hat oder nicht. Das sieht man dann schon direkt hier mit dem Auge. Aber na gut. Dann ansonsten halt ja hier, das ist so eine Inventarmod, damit alles ein bisschen besser aufgelistet wird und so, damit man ein besseres Komfort hat, einen besseren Komfort mit dem ganzen Spiel an sich. Ich habe mich von den Mods früher ein bisschen gedrückt, ehrlich gesagt. Einfach nur, ich weiß nicht, ich war noch nie so wirklich so der Oberpro mit Mods und so weiter, und ob man so mit installieren und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, komm, probier's das jetzt mal. Ja, 161 Holz reichen noch fürs Erste. Und ich habe noch verschiedene andere Mods installiert, die werde ich jetzt aber nicht großartig jetzt noch erklären. Ich werde jetzt noch einen erklären. Denn ich habe noch einen Mod gefunden, den fand ich ziemlich cool, mit, dass man jeden Schrei ausführen kann. Also den ich zumindest gerade ausführen kann. Ja, Moment, hier habe ich noch ein Interface jetzt mit Q, wo ich jetzt auch alles sehr sortiert habe. Hier habe ich jetzt, man kann sich ja eigene Gruppen zusammenstellen oder beziehungsweise anlegen. Hier habe ich jetzt eine Gruppe für Schreie, eine Gruppe für meine Rüstung, die ich immer im Kampf trage quasi. Dann habe ich noch, nee, die habe ich, okay. Eine Gruppe mit Waffen und eine Gruppe nur für Magie. Ich werde wahrscheinlich nochmal eine Gruppe vielleicht mal machen, irgendwann, wenn ich mal so eine Schleichrüstung habe oder sowas in der Richtung. Und dann habe ich noch hier oben, das sind die normalen, wie soll ich sagen, wenn man auf Q drückt, hat man direkt dieses Interface, also quasi das hier eigentlich immer mit den ganzen Favoriten drin. Und hier sind nochmal drei weitere, wo man hier auch nochmal was sortiert hat. Mit Ausrüstung, was man anhat oder beziehungsweise was man, mit was man kämpft und sonst irgendwas. Hilfsmittel wie Tränke und Magie. Aber ich wollte das alles noch ein bisschen besser sortiert haben, deswegen habe ich hier meine Magie, hier meine Waffen, Rüstung und Schreie. Der Mod hier oben rechts wird angezeigt, das sieht man halt immer, dass man quasi, da ist der jeweilige Schrei von dem jeweiligen Spruch, den ich jetzt hier gerade gemacht habe. Ich habe gerade von 1 bis 5 alle hoch gerade getestet, beziehungsweise mal präsentiert. Ich finde, gerade wenn wir später einen spezielleren Schrei bekommen, wird das hier noch extrem praktisch werden, weil man dann noch öfter ein bisschen Schrei einsetzt. Ich bin so ein bisschen so einer, der halt meistens immer nur also 1 und 2 quasi betätigt und dann den Rest vergesse ich meistens. Ich werde gucken, dass ich jetzt dadurch, dass ich jetzt hier alle so mit diesen, mit den Tasten belegen, ein bisschen mehr benutzen werde und so. Ansonsten, Mods sind alle in der Beschreibung drin. Da kann man direkt mal nachgucken, wenn. Da sieht man schon. Links oben sieht man immer, wenn der jeweilige Spruch bzw. Schrei schon wieder verfügbar ist. Und ja. Lydia rennt eh nicht mit mir rum gerade. Aber ich habe mir jetzt auch was überlegt. Denn ich mache Lydia jetzt zu meinem Vogt von diesem Hause. Es wird Zeit, sich zu trennen. Wir werden auch noch neue, viele andere Begleiter noch finden. Ich bin direkt hinter euch. Es wäre mir Aber eine Ehre, euer Vogt zu sein.
Ihr habt da ein prächtiges Haus. Natürlich. Ah. Was brauchen wir? Cool. Ich werde mich sofort darum kümmern. Braucht ihr sonst noch etwas? Nochmal. Ich werde mich so. Braucht ihr sonst noch etwas? Vielleicht mal sicherheitshalber noch ein bisschen Stein. Braucht ihr sonst noch etwas? Und noch ein bisschen Lehm und dann ist aber auch gut. Natürlich. Braucht ihr sonst noch etwas? Nee. Natürlich. Ich werde das Material zu der Truhe neben euren Werkbänken bringen. Jawohl, danke. Braucht ihr sonst noch etwas? Nein, eigentlich nicht. Sehr gut, mein Herr. Mein Herr, oh. Ich möchte... Oh cool, man kann sogar die Einrichtung kaufen. Welches Zimmer soll ich ausstatten? Verzauberungsturm, oh Gott. Eingangsraum, Hauptraum. Nee, das ist mir doch ein bisschen zu hart. Ja, dann sind auch die übrigen Sprüche drin. Selbstverständlich. Woran habt ihr gedacht? Oho. Machen wir mal so. Ich hatte die Augen nach einer guten Kuh offen. Selbstverständlich. Woran habt ihr gedacht? Dann noch hier ein schönes stattliches Pferd. Darauf hatte ich schon die ganze Zeit ein Auge geworfen. Selbstverständlich. Woran habt ihr gedacht? Ich werde mich sofort darum kümmern. Selbstverständlich. Woran habt ihr gedacht? Der Rest brauche ich jetzt eigentlich nicht. Eine Kutsche, die habe ich ja. Da kann ich ja schnell reisen. Aber man hat es jetzt. Sie hat aber jetzt noch nicht die ganzen Sachen hier, oder? Das braucht ja natürlich noch Zeit. Weil ich es jetzt einfach sich so denken: Ja, komm. Setzen wir direkt mal die Kuh und ganz anderen Gelash jetzt einfach mal hier hin. Nein, haben sie nicht. Okay, das ist cool. Gut. So, genug rumgetrödelt. Jetzt machen wir mal weiter. Und zwar machen wir mit der nächsten Mission weiter. Und zwar... Oh, da müssen wir hinlaufen. Okay. Verzögert sich. Okay, wir gucken mal, was wir noch anders haben. Verschiedenes. Wir arbeiten mal erstmal Verschiedenes ab, würde ich sagen. Das ist da oben die Spitze, das heißt, es ist wahrscheinlich irgendwo hier unten betretbar. Hier so. Da würde ich sagen, komm, da laufen wir mal hin. Gut, wir sind auch schon bald Level 18. Auch sehr erfreulich. Oh Gott, wir haben viel zu viele Pfeile. Ich muss mal hier... Nee, nein. Nein, nein, gut. So, heißt, wir müssen dahin. Noch ein Mod, den ich gesehen habe, der sehr interessant war, aber den habe ich noch nicht installiert, einfach noch, weil ich noch am Überlegen war, ob ich den haben möchte. Unknown Location hieß der Mod. Oh, ein Skelett. Wir nutzen mal... Ja. Lass das. Ich lass das. Oh Mann, wenn ich treffen könnte, wäre es jetzt aber noch echt ein Fest. Okay, ich muss erstmal ein bisschen reinkommen natürlich mit dem ganzen Inventar und sowas. Das ist ja alles neu für mich, ne? Danke. Wo ist der... Ah, Stufe, hey. Okay, na, ich habe vergessen, dass der Dämmerstern sowas hier drauf hat. Brauche ich nicht. Ach komm. Ach, den habe ich jetzt auch noch erledigt. Oder war es was anderes? Ne, es war auch seine. Nehmen wir alles mal mit. Können wir wieder was anpflanzen später. Ja, ich hatte vorhin, ich hatte noch einen Mod im Auge gehabt. Den müsste ich aber später dann, wenn schon, mit reinholen. Aber es hat nicht so... Oh, oh. Oh Gott, was? What?
Okay. Okay, das geht schon los. Also es gibt auch neue Monster jetzt bei uns. Drauge Death Warlock. Okay. Hat ein bisschen Gold dabei, finde ich nicht schlecht. Lavendel, danke. Warte mal, hier war doch irgendwo eine. Na, da war eine Truhe, klar. Meister, oh je. Ja, na, fuck. Fuck, okay. Meister ist halt hart. Nee, ein bisschen so vielleicht. Shit! Oh, so knapp. War das so, oder? Nee, Ticken weiter raus. Yes. So wollen wir das sehen. Boah, das ist doch schön. Bessere Prozente hier. Eine Schriftrolle des Feuersturms. Ein Stahltyp brauchen wir nicht. Okay, jetzt bin ich halt auch deutlich langsamer als immer mit dem Truhenlooten und alles Mögliche, weil ich halt erstmal gucken muss, wie was aussieht und so. Ja. Do you need a hand? So, weiter im Text. Wir wollten eigentlich. Schon wieder völlig vom Thema gekommen, ey. Zack. Weg abgeschnitten. Und Attacke! Schöner Pelz. Weiter im Text. nee. Auf Wirbelsprint bleiben wir jetzt. Stecken wir die Waffe weg. Ach genau, ein Mod. Das sind halt so verschiedene Kleinigkeiten, die ich jetzt am Anfang mal schon mal rausgesucht habe. War zum Beispiel. Ich pack mal die Hände raus. War ein kleiner Mod. Ein One-Hand-Mod. Es ist quasi ein Mod, der dafür da ist, dass früher bei normalem Vanilla Skyrim war es halt so, wenn du zum Beispiel halt jetzt die linke Hand nicht ausgewählt hast mit irgendwas, dann hast du einfach eine links in der Faust dann gehabt, die dann so geballt war, damit sie bereit ist zum Schlagen. Jetzt ist es so, wenn man die jetzt wegmacht, ist sie jetzt komplett weg und die Hand auch. Das heißt, man kann jetzt so zuschlagen und links, wenn man es links klickt, blockt man. Oder, nee, das war bei was anderem. Hier ist es ja Standard, glaube ich, dass immer nur ein Schwert dann zu sehen war. Ich glaube, wenn man dann zum Beispiel Magie oder irgendwas in der Hand... Oder war das so? Magie? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ja. Das hat sich jetzt auch geändert. Ne, Elch? Dich lasse ich mal am Leben. Weil ich so nett bin. So, dann gehen wir mal gerade mal hier hoch. Warte mal, hier am besten hoch. Ach so, wir werden, glaube ich, gerade nicht zu einem normalen. Das ist halt zum Beispiel sowas. Dafür ist Unknown Location gut. Und zwar werden halt nicht wie bei Vanilla Skyrim so die, die Orte quasi vorgeben. Zum Beispiel da steht eine Hütte und da ist es. Sondern da wird dann ein spezielles Zeichen gezeigt. Ich weiß nicht, sieht man das vielleicht schon irgendwo hier auf der Karte? Das ist so ein Zeichen wie so eine Art. Wie so ein, hier, das Zeichen hier. Wird dann gezeigt. Wo einfach nur so ein, das Zeichen halt ausgegraut dann für jedes Ziel von denen gezeigt wird, damit man nicht weiß, was da ist. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das eigentlich ist, wenn halt die Karte aktualisiert wird, ob das dann genauer bezeichnet wird, als zum Beispiel da ist eine Hütte und so, aber ja. Das überlege ich mir noch reinzumachen, aber ich glaube sogar, dass ich das reinmache. Guten Tag, lieber Drache. Oh, kämpft er jetzt gegen... Nee. So wieder außer war es ein Blutdrache. Ein sehr seltenes Exemplar. Also, ich wollte jetzt eigentlich erstmal den Bären machen, aber wenn du jetzt also der Erste sein willst, dann... Warte mal, hatte ich hier gerade mehrere? Nein, nur ihn. Da er nicht runterkommen will, zwinge ich ihn halt runter. Wieso sehe ich eine Hitbox? Mein Leben ist beträchtlich runtergegangen. Vielleicht hätten wir davor speichern sollen.
Gilt der Bär auch noch auf mich, oder was? Oh je. Frost. Du gehst aber nicht auf mich, ne, Kollege? Ach komm! Geh mal auf den Sack. Noch ein Bär! Hä? Zwei Bären! Oh shit. Ich glaube. Ja, du bist der King. So. Bei Bärenbrüder ging es ganz anders. eine Sache, die noch bemerkt war, angemerkt wurde von ein paar Leuten, dass ich die Schwierigkeit erhöhen sollte. Weil ich ja die Banditen mit One-Hit wegmache. Aber. Und er hatte auch noch gemeint, also der Kandidat, der das geschrieben hat, hat so noch gemeint, so, ja, wenn ich, wenn ich die Banditen One-Hit weghauen kann, mit dem Bogen, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich auf sehr, sehr leicht spiele. Da muss ich leider, ihn enttäuschen. Also es gibt ja die Stufen, ich muss mal zeigen. Ich hoffe, wenn ich das jetzt wieder verbuggt oder so. Ich spiele momentan auf der Stufe Experte. Davor war ich Adept. Darunter gibt es noch Lehrling und Novize. Also habe ich im Prinzip auf Normal gespielt. Es kommt jetzt noch Experte, Meister und Legendär. Wir spielen jetzt erstmal. Ich weiß ja nicht, wegen diesem einen Mod mit den ganzen Monstern soll sich halt das ganze Spielsystem noch ein bisschen erschweren. Mit den ganzen neuen Monster, die drin sind. Die haben auch jetzt eine bessere KI, wurde so versprochen quasi bei dem Mod. Ich weiß nicht, ob ich bei. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei Adapt. Adept, nicht Adapt. Adapter wahrscheinlich. Ja, ich lasse erstmal so auf mich zukommen. Weil man hatte schon gesehen, ich glaube, der Drache ist schon ein bisschen zu hart für uns. Im Expertenmodus und. Oh, jetzt müssen wir auch alles wieder neu machen. Oh. Entschuldigung. Ach ja. Und wieder. Wieder und. Ne, Quatsch, so kann ich das nicht machen. Ich muss das ausmachen. Das. Haben wir eigentlich hier noch Banditen oder sowas zu machen? Momentan können wir echt Geld gebrauchen. Also, es geht uns eigentlich noch, glaube ich, gut mit Geld, aber. Es schadet nicht, wenn wir wieder ein kleines Vorkommen kriegen. So, machen wir wieder die Skelette. Gut, das ist normal Flammen. Ich glaube, wir gehen wieder mit dem Dämmerbrecher rauf. Ich meine, immerhin haben wir einen Dämmerbrecher, der dafür sorgt, dass die Skelette einen auf den Sack bekommen. Bam. Ja, habt ihr nichts mehr zu lachen, ne? So, kommt da wieder jetzt so ein Trau-Dings raus? Ja. Was machst du da? Oh, was war das? Ich bin jetzt halt mega vorsichtig. Du brauchst noch einen Hit. Jetzt geht du mal hier aus dem Licht. So. Ciao. Oh, jawoll. Hat sich gelohnt. Wir haben 17 Gold mehr rausgeholt. Im Ascherhaufen finden wir nichts. Okay. Damit kann ich leben. Oh nein, nicht schon wieder Meister. Scheiße. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah. Das war klar. Oh Mann. Uns gehen jetzt langsam die Triche aus. Alter, ich. Das soll jetzt nicht auf den. Nee, wir müssen mehr so gehen. Das ist auch schon zu krass. So. Gehen wir leicht so. Nee, auch nicht. Also mehr nach links. Oh Gott, ey. Die ganze Dietriche. Mano. Geht doch, ey. Boah. Aber wenigstens, Alter, 238 Gold. Makellose Dings. Steige die Ausdauer um 40. Nice.
Würde ich sagen. Oh, neue Stufe noch. Da wir jetzt ja 40 Punkte Ausdauergleich machen können, gehe ich nochmal auf Gesundheit. Gehe mit dem Talent auf. Wenn es geht, Einhand. Hier unten. Jawohl. Mehr Schaden machen. Zack, zack. Wo bist du? Das könnt ihr jetzt mal gucken, auch wie das geht. Und zwar muss man hier. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Weg gibt, aber auf jeden Fall muss man hier dann jedes einzelne Objekt, wenn man es in der Gruppe packen will, dann mit F gruppieren. Dann auf die Gruppe hingehen, die man braucht oder will. Und dann mit E bestätigen. Und dann ist es in der Gruppe drin. Ja. So weit, so gut. Hier legen sie ja alle rum. Oh ja, stimmt. Wenigstens noch mal ein paar mitnehmen, damit wir die an unserem Haus anbauen können. So, das reicht auch. Muss jetzt nicht so gründlich sein, das hatten wir alles schon einmal gemacht. Das sieht ein bisschen scheiße aus heute, das Wetter. Wie viel haben wir überhaupt? 8 Uhr morgens. Ja, würde ich sagen, wir warten nochmal. So, so ist schön. Pisst zwar noch immer noch, sonst ist es noch nebliger geworden. Aber wen interessiert das schon? So, gehen wir jetzt da hoch. Mal gucken, wie stark wir jetzt die. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt nochmal kurz schnell speichern. Und dann gucken wir mal. Ich hätte weiter drüben speichern sollen. Das mache ich nochmal gleich. So, ich gehe jetzt am besten auch gleich mal dem Bären aus dem Weg. Wo war der andere? Der kam mir von hier unten irgendwo angerannt, glaube ich. Weil während einer da gerannt hat, da rumgeeiert hat, ist dann der andere von. Ja, stimmt ja, der kam ja von da irgendwo. Okay, wir werden es sehen.